So, wir haben uns endlich mal wieder zusammengefunden. Der No-Budget-Nerd und der Schabernack und ich, wir wollen wieder die Welt von Grounded in the Backyard unsicher machen. Und damit geht's los in 3, 2, 1, ab. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Grounded. Mit dabei sind wieder meine beiden Bertholdsons. Und wir können eigentlich direkt loslegen. Wir Hallo. Sind da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nur, dass Michi diesmal auch da ist. Ist das nicht toll? Das ja. Endlich haben wir ihn wieder da. Ja, vielleicht. Noch ist plötzlich erschienen. Ja. Ja. Und ja, wir waren bei diesen Ameisenköpfen und wir wollten jetzt hoch zum Laboratorium, wenn ich mich nicht irre. Ne? Endlich sehe ich das hier auch mal. Ja. Live und in Farbe. In Color. Wolltet ihr nicht schlafen? Ja, müssten wir eigentlich auch. Aber glorreicherweise haben wir ja oben unser Nest gebaut. Wo ich wahrscheinlich nicht hinkommen werde. Mein Fliegeteil. Doch, da kommst du trotzdem hin. Da sind wir ja auch hingekommen. Die Frage ist, wie sind wir da hingekommen? Welchen Baum sind wir? Wenn der Müll ist, passiert trotzdem. Dann passiert es einfach. Es ist einfach zwei Wochen her, ne? Das ist einfach schon eine lange Zeit. Wir können auch einfach ein neues bauen. Ja, wir müssen erst. Können wir auch machen. Gut, bauen wir ein neues. Vielleicht sollten wir schlafen und damit wir erstmal Licht haben. Ja, ich will ja eine Unterkunft bauen jetzt. Ja, hier neben dem Feuer. Zack. Fehlt uns zwei Kleeblatt, ein Sprössling. Ich geh mal zurück. Oh Gott. Michi, hast du mit? Was denn? Zwei Kleeblätter, ein Sprössling. Hab ich mit. Sehr schön. Bitte bauen Sie jetzt. Zack. Und dann können wir erstmal schlafen. Sehr schön. So, und dann versuchen wir mal bei Tageslicht hier irgendwie da hochzukommen. So. War das hier lang? Nee, hier war das nicht lang. Wir sind mit der Spitze vorbereitet. Kai und ich hätten eigentlich in der Zeit, in der Michi hierher getanzt ist, eigentlich auch mal gucken können, oder? Hier hinten ja, sind hätten wir. Die drei Nornen. Wäre immer noch total geil. Ne? So, ach nee, hier war ja noch was. Mir nach. Tapfere Recken. Ein abgestürztes Teil eines Laboratoriums. Yes. Hier, irgendwas zu finden. Hier, wir brauchen noch Spinnenseide, ne? Immer mitnehmen, stimmt, alles mitnehmen. Aber wir haben zu Hause in der Base, wir haben bestimmt 100 Stück davon. Stimmt, wir haben echt viele. Davon haben wir echt viele. Ja. Hier liegt eine Batterie. Boah, die führt da hoch. Guck mal. Ist das vielleicht eine Batterie, wo dieser Burgle sagte, die Batterien müssen wieder aufgeladen werden? Könnte das vielleicht ein kleiner Hint sein? Nee, da oben ist die ja... Die Batterien, die unten in dem... Ich weiß, welche aufgeladen werden müssen, das weiß ich. Aber vielleicht ist das ja... So ein Hint? So ein Hint, genau. Nee. Okay. Hier sind eigentlich nur Spinnen. Das lohnt sich hier irgendwie gar nicht. Aber vielleicht können wir auf dem Kabel hochlaufen, wenn das gut isoliert ist. Wollen wir den Netzsack kaputt machen? Willst du unbedingt gegen die kleinen Spinnen kämpfen? Ja. Ja, dann gönn dir, Brudi. Ich versuche jetzt hier auf dem Kabel... Ja, er triggert natürlich gleich wieder die Großen. Warum muss ich jetzt auch nochmal rankommen? Aber die kommt nicht rein in die... Oh, hier ist aber eine Getränkedose, ne? Wir könnten trinken. Ja, könnten wir. Ich umgehe die gerade mal. Was ist das denn? Points of Interest. Ah, okay. Verstanden. Ja. Okay, einmal Limonade war zumindest hier. Und das hat mir so gut wie... kein... Nee, die Limo bringt fast gar nichts. Ja, die ist voll scheiße. Also die bringt Leben halt, ne? Bringt nicht Leben. Nahrung, aber das brauche ich ja nicht. Okay. Gut. Checker, ich glaube, wir sitzen in der Falle, wa? Ja, so ein bisschen. Ihr könnt doch hier hinten raus. Ihr könnt doch hier hinten raus, was ist denn euer... Achso, ah. Nein, können wir nicht. Okay. Dann ist die andere. Ich hau ihm auf den Arsch. Okay, einer hat sie schon mitgekriegt. Mach mir auch. Aber dadurch, dass meine ganzen Perks jetzt auch weg sind, ist ein Bug. Mach so gut wie gar keinen Schaden. Boah, wisst ihr was? Mir fällt gerade ein, dass wir vielleicht unseren Spawnpunkt hier hätten setzen sollen.
Zu spät. Nein, das werde ich jetzt tun. Also ich definitiv auch. Also ich bin weg von denen. Ihr könnt ja vor denen wegrennen, das klappt schon. Ich bin hinter dir. Ne? Die folgen einem ja nicht ewig. So, obwohl mein Spawnpunkt ist ja halt von der Sache her oben. Ist auch nicht das Problem. Aber ich sitze so. So, Spawnpunkt gesetzt. So, und jetzt rennen wir hier irgendwie nach oben. Das kann aber nicht angehen. Wie sind wir beim letzten Mal hier hochgekommen? Ich halte mich gerade für blöd. Ach nee, ich bin ja hier runtergefallen. Stimmt. Wir sind ja gar nicht zwangsweise von hier gekommen. Ja, aber oben ist auf jeden Fall irgendwie... Hä, wo ist denn da ein Haus? Was? Wie, wo ist da ein Haus? Guck mal den Stuhl. Ja, noch mal eine Hausmarkierung. Habe da eine Markierung rangebaut? Bin mir da gerade nicht so sicher. Ich gucke jetzt, dass ich da wieder raufkomme. Also gefühlt war ich hier noch nie. Jetzt mal ganz im Ernst. Also ich finde es so belastend, dass meine ganzen Perks wechseln durch diesen Bug, ey. Ich habe nichts mehr. Es ist so belastend. Ja, Ausdauer ist halt scheiße jetzt bei dir, ne? Ja, und Schaden. Ich mache jetzt halt so wie gar keinen Schaden mehr. Und hier ist auf jeden Fall nochmal Clay. Ich renne jetzt ein bisschen außenrum einfach. Und ich sollte was trinken. Ich versuche nochmal, Oh, hier sind Riesenpilze. Also, andere Riesenpilze. So. Jetzt erstmal Getränk. Ich habe Getränk jetzt erstmal voll. Und jetzt bin ich derbe hungrig. Ich habe hier Pilze, Digi. Ja, ich habe noch ein bisschen Korn dabei. Damit ich das ganz gut auffüllen kann. So, jetzt kann ich mich zumindest erstmal wieder bewegen. Ey, hier sind wir doch niemals lang. Wo sind wir denn gekommen, sag mal? Ich habe noch eine Laus fix klar gemacht. Schabernack kloppt hier Netze kaputt. Ja, aber ich mittendrin hänge. Idiot. Okay, mein Vorschlag wäre, wir bauen uns hier einfach eine Treppe hoch. Wo bist denn du? Ich bin jetzt wieder ein Stückchen zurückgerannt. Ja. Was? Denk dran, wir müssen noch die Aufgaben für den Burgel machen, ne? Welche Aufgaben denn? Schließ die Markierung ab, Kültensumpf und Läuselatschen herstellen. Ach, guck mal, wollen wir mal da rüberlaufen zu dem Wedel, den ich da markiert hatte? Aha, ich bin so clever. Sagte der, den Weg nicht mehr findet. Ja, ich besinne mich gerade. Ich gebe alles. Aha, besinnen. Ja, ja. Besinnen, von Sinnen, whatever. So. Jetzt laufen wir auf den... Da hängt ja eine Satellitenschüssel, das ist ja auch geil. Oder sowas ähnliches. Kommt das von dem Labor da oben? Könnte sein. Ja, ich glaube schon. Ja, das sieht gut aus. Das ist ja... Also wenn ihr so eine Polle findet, dann sagt mir mal Bescheid. Ich brauche so ein Fliegeteil. Ja, ich sammle sie dann einfach auf. Und gib sie dir. So, dann sind wir schon mal richtig. Säft. Hast du gehört? Sechsmal Säft. Oh, hier ist Säft oder Tau, weiß ich noch nicht. Punch-O, hier ist was zu trinken, falls ihr wollt. Oder Essen oder was auch immer. Essen ist nicht so das Ding, ich hab noch, aber... Aber hier ist auch noch ein Dritter. Ja, hier ist ordentlich was. Ja, hier ist auch noch eine Stelle, die ich gerade zu Klump haue. So, was ist das? Hier liegt eine Kieselaxt, ist ja interessant. Wahrscheinlich. Ja, die habe ich bestimmt geworfen. So, hier geht's übrigens wieder hoch auf den Baum. Ja. Michi, hast du eine Kieselaxt? Was habe ich? Eine Kieselaxt. Eine Axt habe ich ja. Okay. Habe ich mir auch unterwegs gebaut. Dann nehmen wir hier noch den ganzen Sand mit. Und dann kriegen wir doch mal wieder den Baum hoch. Aber ich werde mal fix was essen. Ups, das war ja grandios. Ja, schon ziemlich dumm, ne? Das war... Geht Richtung unterirdisch, würde ich sagen. Ich mach das noch fünfmal. So, hier war das Labor. Kann ich was analysieren? Nee. I. Was denn? Ich bin runtergefallen. Nee, das ist dumm. Tja, Controller-Noob. Oh. Nein, 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 nein. Ich bin durch die Büroklammer gefallen.
Oh, Alarm. Ich bin die Spinne. Nur die Spinne. Komm her. Bist du? Ich bin schon hoch. Und zwar ein ganzes Ende. So, ich bin jetzt schon bei dem Abflugpunkt, den ich gebaut habe. Da soll ich auch hin, ohne Ja, Leiter. Nee, hier ist noch so ein Seilding. Ne, das brauchen wir erst später. Ich muss gerade erstmal gucken, wie man da hochkam. Ach, Leute. Kommt? Ja, aber hier war ein Labor, das heißt, da warst du schon mal, das hast du nicht gerade angesprochen. Genau. DE 27 Items. Alter, dass sie die Übersetzung nicht offen. Was hast du gefunden? Ich habe gar nichts gefunden. Verrottende Ameisenkeule. No Budget Nerd hat die analysiert. Ah. Yeah. Oh. Ja, das macht Sinn. Alles, was ich tue, macht Sinn. Das weißt du genau. Ergibt Sinn. Alles, was du tust, ergibt keinen Sinn. So. Können wir los? Michi? Ich bin da. Wieder einmal warten wir auf den No-Budget-Nerd. Ich hab analysiert, du Vogel! Halt doch dein Maul! Mein Gott! Ach ja, das ist wie immer eine Folge. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich lass mir so gerne ins Ohr. Oh, ich hab eine Mutation entdeckt. Na, das ist schön. So. Ich bin hier am analysieren, verschaffen so War Science und wir warten wieder auf den Ghosty. Immer das gleiche mit dem Typen, Alter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich esse noch mal was in Ruhe. Mach mir noch eine Pizza, koch mir einen Kaffee und dann ist Michi voll. Ja. Wichser. Komm, lauf weiter. Da kriegt der Paar am Kopf. Ebbe. So, was muss ich jetzt tun hier? Nee, rüber. Knopf drücken, steht doch da. Echt, ey. Muss nur einen Knopf drücken. Ich war nicht nah genug dran. Schon wieder eine Bedrohung. Ich, weißt du, ich räume hier schon die ganzen Spinnen auf. Ah, ja, du machst das sehr gut. Ja, ja. Er tut dir das als der Mini-Rambo. Ja, ich bin hier der Rächer, Junge. Ich bin der Rächer der Enterbten, so sieht's aus. Du bist der Rächer mit dem Becher. Nee, das ja eben nicht mehr. So, dann müssen wir nämlich hier irgendwie rüber. Nee, irgendwo war ja noch die zweite. Lass mich mal erstmal eine Mutation hier einstellen. Ja, das kannst du machen. Mach das. Achso, ich glaube, wir müssen halt zum Naturkunde. Jeder Orientierungspunkt verschafft dir ein besseres Verständnis von der Umgebung. Deine winzigen Füße durchstreifen den Garten, als wäre es deine Wespentasche. Die Wortspiele, ne? Pass. Ja, sie sind toll. Aber die haben sie wenigstens übersetzen können. Ja. Ja. Das ist ja schon mal was wert. So, das Labor kennt ihr ja. Ach doch, kennt ihr aus dem Video, ne? Das Video ist 2 Wochen her, ich weiß gar nichts mehr. Ich habe DE721-Item gefunden. Ah, das ist schön. Ein Glück. Was das bedeutet. Ja, könnte man jetzt gucken. Ist das hier mit drin? Ne, doch. Michi, hier oben wäre ein Gleiter für dich. Da liegt er. Oh, phänomenal. Dankeschön. Aber denk bitte dran, den auszurüsten. Ja, das wäre irre. Kai ist nett zu mir. Nicht so wie der andere Vogel. Ja, ich bin halt der Herr der Bertholdsons. Ich bin nicht dafür da, dass du gut drauf bist, ja, hier alle zusammenzuhalten. Alle 171 Leute, die abonnieren. So, sind wir mit dem da unten jetzt gekommen oder gegangen? Oder was? Nee, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Ich komme. Du bist ein. Ach, da. Unter dir. Da ist der. Ach, da ist er. Ne, den meinte ich doch. Next point. Na, das. Hier bin ich beim letzten Mal übrigens mit dem Federding noch geflogen. Ja, daran kann ich mich erinnern. Da hast du auch Schwein gehabt, Alter. Ja, nee, ich war gut. Ne, sagen wir es aber, wie es ist. Er hat aber auch schon wieder seine Arroganz. Ja, ich habe die Skills ausgepackt und war geil. Muss man, ganz schlimm, ganz schlimm. Ne, kann man halt auch nicht anders sagen. Also hier ist die Frisbee. Ja, hier sieht das so nach Bosskampf aus. Ohne Scheiß, ja. Ne, also es sieht so ein bisschen so aus, als würde der noch fehlen. Alter, kannst du mal aufhören, mich zu verprügeln? Was für dich? Alter! Ich habe gerade die Hälfte meiner Hälfte verloren. Verdient für deine Arroganz und Hochnäsigkeit. Ja, natürlich, aber einer muss geil sein. Nein! Doch! Wir sind alle gleich geil. So, hier geht's weiter zum Labor, ne? Da war wieder Kai der Ruhepol. Ja. Er schlichtet. Ich musste gerade nur meine dicke Achse. Ich mach Kai lieber als dich, ohne Scheiß. Er macht gar nichts.
Spinnen! So. Das kennen wir alles. Ich hab grad von dir auch eine verplättet gekriegt, ne? Ja, das tut mir leid. Weißt du, ich kann mich dafür entschuldigen. Ich kann mich dafür entschuldigen. Hä? Wieso geht's denn hier nicht weiter? Hier warum kommen wir denn nicht in die andere Hälfte vom Labor rein? Ja, das ist nur zum Gucken. Zum Kumpeln. Also. Schau nicht, wenn wir die Batterie kurz geschlossen haben. Oh, da oben ist noch Raw Science. Die habe ich beim letzten Mal irgendwie nicht mitgenommen. Raw Science! Oder nicht. Oh, nee, da traue ich mir nicht hin. So. So, nee. Wollen wir rüber? Trauen wir uns. Jo. Nö, aber machen wir trotzdem. Ja, wir sind ja. Wir hätten uns hier oben Lager bauen sollen. Scheiße, nur eins. Zack. Hui! Das war der Hammer! Ja, voll gut. Hier gibt's auf jeden Fall irgendwo einen Tastenhämmern. Gibt's auf jeden Fall große. Türsystemüberbrückung. Ah, Item 723. Geilo. Ungültiges Passwort. Ungültiges Passwort. Okay. Ja, entspann dich. Kann man Burgle anrufen, ne? Mini-Handy wäre gut. Aber hier sind Türen. Wir können auf jeden Fall hier langlaufen. Wir sollten vielleicht zusammenbleiben. Oh, da oben sieht's ganz, ganz fies nach Spinne aus. Ja, ach nee, hier ist noch versperrt, okay. Das sollten wir erstmal kaputt schlagen, oder? Ja, das sind die böhmischen Wolfsspinnen auch, ne? Ja, ich will hier definitiv wieder rausfliegen können. Ich habe das Gefühl, dass hier an der Seite geht nicht weg. Oha. Alarmbedrohung bekämpft am Mini-Spinnen. Ja, da vorne ist eine große, falls du sie nicht gesehen hast. Nein, ich habe aber auch kaum noch Leben. Radnetzspinne Junior. Boah. Ich glaub, ich... Boah, scheiße, ich brauche Revive. Ich komme da. Oh, shit! Und da kommt noch ich eine. Ich komme da nicht mehr recht. Ich bin tot. Das ist schlecht. Da muss Kai jetzt der Retter sein in der Not. Ja, ruhig bleiben. Ich muss erstmal Energie wieder aufladen, weil ich habe noch genau 0,1% Leben. Ja, 17, 16. Ich mache keinen Druck oder so, ne? 15. Ich kann es nicht ändern. 13. Ich glaube, ich mache Revive und komme dann wieder hoch. Das ist, glaub ich. Ja, mach bitte, weil ich habe keine Pflanzenfaser mehr. Aber ich habe noch 15 Sekunden. 14. 13. 12. Markus, bringst du bitte Pflanzenfaser mit hoch? Ja. Kai? Ja. Uhu. Sind die Spinnen noch da? Natürlich sind die noch da. Ja, aber nicht so weit. Ich habe noch 5 Sekunden, also du könntest noch. Kai, bitte. Ich glaube, Pflanzenfasern habe ich schon am Start. Geil. Geil, ja. Kai. Versuch was wert. Bist jetzt auch gestorben, oder was? Jetzt sind wir alle tot. Jetzt wird's interessant. Nein. Müller ist wieder am Leben. Ja, aber. Ja, aber ich schaff's nicht rechtzeitig hoch, keine Chance. Nee, im Leben nicht. Na ja, komm, aufgeben. Das ist viel zu weit. Das war schon mal einmal Mist. Oh Gott, wie kommen wir denn jetzt überhaupt da wieder hoch? Hoch kommt vor dem Fall, Herr Müller. Ja, ja. Ne? So, wenn ich jetzt noch wüsste, wie wir jetzt wieder hochlaufen sind, ne? Ja, ich spanne auch gerade den Weg, aber ich glaube, ich bin schon mal auf dem richtigen. Oder auch nicht. Was ist nicht dahin? Na, ah, komm ich jetzt echt nicht hoch, komm. Hier, das war doch da hinten bei der Batterie. Ja, ja, Richtung Satellitenschüssel hier. Müller, komm mal runter. Wieso runter? Komm mal runter, bitte. Ich will mein Stuff wieder haben. Ja, komm mal runter. Ja, einmal. Kannst du da nachholen. Jetzt bin ich schon halb weg. Jo. Das muss jetzt aber schon brachial geil sein. Ja. Okay. Nach den Ameisen vertraue ich dir einfach mal. Ansonsten verkloppe ich dich mit dem Stein. Ist kein Problem. Ich habe auch noch einen, den kann ich deinen Kopf werfen. Sehr schön. Guck mal hier, was hier offen ist. Ui. 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 Ui, ui, ui. Das ist ja gut. Hat aber keiner von uns raufgedrückt, oder? Michi? Das war Michi, durch Michi, das... Michi, kommst du auch? Durch das Aktivieren der... Ich gerade eine Spinnenbienenpest. Das ist schlecht. Ach, wie geil. Kommst du alleine frei? Sieht nicht so aus. Ich komme. Okay. Hast du nicht eben gesagt, irgendwas von wegen Endgegnerkampf? Ja. Das sieht hier nach Endgegnerkampf aus. Okay, dann sollten wir erstmal wieder hoch in unsere Sachen holen. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Das werden nicht die einzigen Spinnen gewesen sein. Ich laufe ja jetzt einfach mal rum, mal gucken, was passiert. Geilo.
So, also ich werde mich da nicht anschließen. Ich werde den normalen Weg nehmen, denn ich glaube, an den Feinden da unten werden wir nicht vorbeikommen. Nein, werden wir nicht. Schon gar nicht unbewaffnet und unausgerüstet. Ah, natürlich, natürlich sind das Spinnen, klar. Ja, ich weiß auch nicht, natürlich. Warum du da lang rennst. Also, ist ja nicht so, dass du da nicht mal warst. Ich bin hinter dir hergerannt, aber exakt. Ja, aber du wurdest angefallen und ich nicht. Gut, bei mir kam auch der Sound, ich gebe es zu. Aber, ich lebe und habe mir nicht gleich in die Hosen geschissen, als würden wir Phasmophobia spielen. Das war ein geiler Seitenhieb, oder? Ja. Das war kein Seitenhieb, das war einfach nur Timnef, weil du der größte Schreihals wie gestern. Das stimmt überhaupt nicht. Du wolltest gestern nicht mal eine zweite Runde spielen, weil du so Schiss hattest. Wir waren es war die dritte Runde. Was waren deine Worte? Nee, das hat mich gerade so fertig gemacht, ich möchte es. Ja, ich brauche eine Ausrede. Deine Worte? Ich brauche eine Ausrede, um nicht loszuwerden, Michi. Ach nee, er ist so ein Typ, ne? Leute, ich liebe ihn, aber fick dich. Oh, Scheiße. Ja, also ist jetzt nicht so, dass das noch nie passiert wäre. Dich ficken? Ja. Ich liebe mich viel zu schnell. Hast du mich im Schlaf vergewaltigt? Öfters. Schwein. Du hättest einfach nicht so oft im Delirium bei mir schlafen sollen. Ich bin gar nicht fett, ich bin schwanger, alles klar. Das ist mir einiges. Ich bin nicht fett, ich komme in Form. Ich bin nicht fett, ich komme in Form. Kampfkoloss. Kampfkoloss. Wir haben auch schon wieder ein Niveau erreicht, das geht gar nicht. Ne? Ich entschuldige mich. Kai schießt herrlich. Schon. Herrlich. Kai hat's vermisst. Du musst da einfach nur dran denken, Michi, es bringt dir halt nichts, wenn du mit dem Arsch an der Wand pennst, wenn das Maul sperrangelweit offen ist beim Schnarchen. Die Sprache habe ich heute tatsächlich zweimal gelesen. Und jetzt sagst du ihn mir, ich weiß nicht, was das Universum mir damit sagen will. Ich krieg gerade die Zenz-Schweißausbrüche. Ja. Ist aber schön, dass du glaubst, dass das Universum sich für dich interessieren würde. Hm. Wer weiß? Ah, ich hab die Seilrutsche gefunden. Ja, ich habe auch das Gefühl, hier sind Sachen respawned. Hier liegen irgendwie wieder wesentlich mehr Blaubeeren. Die wir gerade nicht so wirklich abbauen können. Wir können gerade gar nichts. Vor allem, ich bin mitten in dem Lager von den Scheißviechern gestorben, ey. Das Ding ist, ich werde gerade von Spinnen angegriffen. Hier auf dem Baum. Das ist schon mal gar nicht so. Bin ich jetzt hier lang? Auf dem Baum? Ja, also von Minispinnen, ne? Ich meine, gut, das ist jetzt nicht so das Problem, aber ich habe halt gar nichts. Nur meine Fäuste. Und aus dem Grund habe ich mir vorher noch einen Speer gebaut. Ich habe einen Stein. Der gute alte Stein, der wird schon richten. Das ist wie bei Schnick, Schnack, Schnuck, Junge. Ja, ja. Stein schlägt Spinne. Auch? Wo ist jetzt das zweite Teil? Alter, ist das fickeweit. Ich hoffe, wir haben genug Material, um da einen Unterstand zu bauen. Bestimmt. Bestimmt finde ich gut. Das schürt in mir wenig Hoffnung. Ich habe auf jeden Fall den einen oder anderen Sprig eingesammelt. Ja, ich auch. Ja, ich auch. I believe! Dann könnte es ja was werden. Was brauchen wir dafür? Schauen wir mal. Hast du den Weg jetzt? Wir haben wahrscheinlich keine Kleeblätter dabei, oder? Ich hab Kleeblätter. Nein. Ich habe Kleeblätter. Rucksack? Gut, mich hat Kleeblätter. Das ist ja schon mal was wert. Das ist gut. So. Ich möchte auch daran erinnern, dass unsere halbe Stunde fast um ist. Ja, dann können wir es leider jetzt gerade nicht ändern. Ein paar Minuten haben wir noch. Alles cool. So, wir haben noch 7 Minuten. 6. 6, 7 Minuten. Ist hier jetzt auch auf? Ne, hier ist versperrt. Was ist da? Da liegt auch eine Notiz rum. Die Notizen sind voll scheiße. Weil die kann man nicht lesen. Können wir nicht lesen? Nee, da steht DE 270-Items und dann steht da drunter DE 725 Items. Okay, weil wenn du die lesen könntest, wäre das ja vielleicht die Möglichkeit, an dieses ominöse Passwort zu kommen. Ja, ich kann ja einmal hier gucken. Sprache, Englisch, anwenden. Spiel abgestürzt. Hätte sein können, ne? So. Disconnect. Field Station Note. Bla bla bla. Nee, da steht schon mal nichts.
Ach, Gott sei Dank. Backpack, Rucksack. Ja, meiner liegt Rucksack da drin. Ich bleib mal ein Stückchen zurück. Ich werde mal versuchen, mich da rein zu sneaken. Dann machen wir sneaky. Haben wir noch ein, wollen wir noch einen Unterschlupf bauen? Ja. Ey, komm mal zurück hier. Ja, Entschuldigung, ich muss erstmal alles nehmen. So, Tür ist wieder zu, alles cool. So, ich baue mal Unterschlupf. Hier kann man nicht bauen. Machst du draußen noch einen Baum, Ego? Ja. Ja, hier. Kann man auch nicht bauen. Aber wir können hier draußen rumrennen, ne? Ja. Dann kann man bestimmt auch hier irgendwo bauen wieder. Ne, alles nicht baubar. Was leuchtet da hinten? Ha, hier. Ihr müsst zu mir kommen. Hier konnte ich bauen. Ja. Unser Weh. Oh, oh. I'm not picky. Gott. Schade. Respawn-Punkt gesetzt. Jo, na denn. Hier ist auch eine Batterie drauf. Bitte? Da ist auch eine Batterie drauf. Wo ist eine Batterie drauf? Hier oben. Oh, wie schlecht. Ich habe immer noch den Sound von der Seilrutsche. Echt? Der wird hier immer noch abgespielt, ja. Okay. Also habe ich mich gerade doch nicht verhört. Nein. Ich auch. Ich höre das nicht. Geil, ja, vielleicht, weil du der Horst bist. Ich habe die Quests auch immer noch auf Deutsch da stehen, obwohl ich auf Englisch gestellt habe. Boah, Alter, komm klar. So, stellen wir uns der Gefahr? Vielleicht. So, wir warten auf Kai. Warte, Kai hat gerade draußen ein bisschen erkundet. Oh. Kai, Spiel. Macht der den fast hier? Runtergefallen, also viel schlimmer. Wo rennst du denn hin? Hä? Wo rennst du denn hin? Ach so, falscher Ast. Ja, ein bisschen. Komm. So, ich versuche zu tanken und ihr beide verkloppt die von hinten. Was haltet ihr davon? Also du möchtest blocken. Ja. Du machst den Blockmeister. Ich verbinde mich nochmal vorher, damit ich voll Energie habe. Wie? Das war jetzt alles? Ich wollte gerade sagen. I've had worse, I guess. Okay, ich kann glaube ich sogar noch ein bisschen was herstellen zum Heilen. Da ist was mit roten Augen. Ja, ich mach grad noch ein paar Verbände. Ja, du stehst mit dem Rücken aber schon komisch an. Kommt ihr doch eh nicht her. Ja, offensichtlich nicht. Okay, ich drück ihr ein paar rein und dann gehe ich rein blocken. Ja, sind es zwei oder ist es eine? Weiß ich nicht. Das ist Junior. Bob Weaver Junior, ja. Aus irgendeinem Grund, okay, ich hänge ein bisschen fest. Jawohl. Kaputt, alles gut. Sehr schön. Hier liegt was. Oh, hier liegen Bandagen. Ihr könnt euch noch eine Bandage nehmen. Ragnar Bertsons Back. No Stealing. No Stealing? Ich habe gerade, ja. Irgendwie habe ich jetzt hier gerade die Perspektive umgestellt. Ich weiß nicht wie. Okay. Ich habe jetzt Third Person. Ich spiele jetzt erstmal so. Oh, Mann, ey. Ich spiele jetzt erstmal so weiter, weil ich jetzt nicht ins Menü will. Okay, hier ist ein Analyzer. Ne, das nervt mich doch. Ich will hier... V ist es nicht. C ist es nicht. Y ist es nicht. M ist es nicht. Jemand Fackel? Moment. Option 58. Papierschnipsel 5. Run, Jump, Interact, Block, Hack, Unload, Sprint, Crowd. Camera Mode. Ich war nicht beim U. Definitiv nicht. Ja, hier brauchen wir Fackeln. Lass mich ra. Stuck. Okay. Ach, die klemmt fest. Können wir was analysieren? Echt? Was denn? Ich weiß nicht. Hier ist ein Analyzer. Ach so. Wir könnten was analysieren, meinst du? Hier geht's weiter, ja. Übrigens. Ja, Moment. Okay, hier ist. Ah, wartet mal. Ja. Das klar? Ja, kriegen wir klar. Oh. Oh Gott sei Dank. Was denn? Oh, da sind Roboter, da sind Roboter. Die müssen wir kaputt hauen. Ja, die können nicht. Ja. Tay-Z, die geben es noch. Oh, Science.
Okay. Jungspinne. Da oben ist noch eine. Noch. Ah, hier sind noch. Hier ist Robi. Der Roboter ist gefangen. Da kommt noch ein Roboter. Ja, hier sind einige. Erstmal den, falls er, damit er sich nicht. Was war das? Aue! Gesundheit, Niedrig, weil ich gerade übelst eine Verblätte gekriegt habe von dir. Ich wurde vergiftet. Ja, ich auch. Nee, wo, warum vergiftet? Ich, Grün heißt einfach nur, dass du. Dings hast. Das ist Nachtmodus. Achso. Okay. Boah, jeder Roboter bringt. 100. Ja, das ist übel. Das ist echt viel. So. Hat jemand was zu trinken? Nee. Ich hab nicht mal was zu essen. Oh, was liegt hier denn rum? Alter, hier ist alles blutig. Alter. Das macht schon mal keinen guten Eindruck. Kinderspiel, ja. Ja, ja. Volles Matt. Boah, ey. Was ist das denn? Alter, hier ist ein Riesenlager. Quarzit. Okay. Alter, Müller, komm her. Das ist ein Riesenlager. Ja, hier ist auf jeden Fall nochmal so eine Dings, so eine Seilrutsche und aus irgendeinem Grund auch eine Blaubeere in so einem Wassergefäß. Aber ich komme mal rüber. Hier ist auch echt Duster. Wo seid ihr denn hin? Ach, nach oben. Oben. Wir können uns hier. Warte, wir können hier aber nicht bauen, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir bauen nicht. Oha. Oha, Essen. Geil. Was? Essen? Ja, hier liegt Essen rum. Oh, ja. Witz. Ja, kann ich leider nicht. Ich haben wir da Ranken liegen? Irgendwo? Bestimmt. Boah, ist aber echt viel. Krass. That tastes really good. Das ist echt eine Menge. Better than starving. Better than starving. Den Sap konnte man ihn trinken? Da war irgendwas. Spinnenseide. Hier oben. Echt? Das ist schon vorgesponnen da oben. Die kann's, also ich hab's Inventar voll, aber. Ja, ich nehme mit. Zack. Habe ich drin. Und was ist das hier? Ach, Quarzit. Ja, was nehmen wir denn da am ehesten mit? Also ich guck mal eben, ob ich Quarzit bräuchte. Na, ja, brauchen wir für die Repair-Kits, ne? Aber ich glaube, wir haben noch... Nur für die Waffen. Nur für die Waffen. Also ich könnte einen Stapel mitnehmen, wenn ich das Problem habe. Ich brauch 3 Quarzit. Dann nimm die doch einfach erstmal. Also zum Reparieren? Ja. Stimmt. Ja. Okay, Quarzit ist alle. Können wir das... Ich hab noch. Alles gut. Ganz können Spaß. Wir das on the road machen? Klar. Diese Reparatur-Kits? Ja, kommen wir hier weiter? Lass mal... Ragnar hatte doch, wollte uns noch was zeigen. Ich hätte den Anhänger genommen. Der hat mich weiter zu der Basis geführt, aber gut. Ja. Ich kann von hier aus aber runter zur Basis. Notfalls bleiben. Okay, ne, dann gehen wir alle hier lang. Wir bleiben zusammen. Nee, mach das nicht. Ich wäre eigentlich lieber woanders hingegangen. We'll stand together, we'll fall together. So, und jetzt gleiten wir nämlich da unten rein. Ja. Links oder rechts? Einfach gerade rüber. Zack, bei mir hat's geklappt. Ich hab ein bisschen Angst hier. Ach, bin auch da. Freunde kommen. Und der Nerd hängt natürlich fest. Ich hänge fest, das war klar. Das war lustig gewesen, so schön in ein Spinnennetz eingesponnen. Ja. Okay, hier ist Stuck. Dann müssen wir das wieder freistellen. Ja, geht von dieser Seite auf, nicht. Aber auf der anderen Seite. Dann rennen wir erstmal hier rüber. Ach, ich glaube, jetzt sind wir wieder da, wo wir eben waren. Ja. Sehr ja, ist doch gut. Ja. Ah, hier ist die Blaubeere. Genau, hier ist die Blaubeere und dann kommen wir da nämlich weiter ins Labor. Geronimo! Ja, dann? Nee, das war dumm. Hä? Ja. Könnten wir das so machen, dass ich nicht sterbe? Ja, schlag du mal drauf. Aua! Was ist das denn, ey? Warum schlag jetzt mich? Ja. Wow. Also ich leb. Noch. Ich auch. Aber ich höre irgendwas und das gefällt mir nicht. Ey, jetzt sind wir... Wisst ihr, wo wir jetzt sind? Ah! Beknackte Spinnen! Das ist jetzt euer Problem. Ich lebe. Ich lebe. Ich gehe da jetzt nochmal rüber.
Ich bin runtergefallen. Ja, ich bin ganz unten runter. Ich versuche nochmal rüberzukommen, aber das klappt tatsächlich nicht. Ah, man kann hier weiter sippen. Okay. Toll, ich bin einfach runtergefallen. Okay, ich bin hier in so einem... Ich bin auf einem Ast gelandet, auf dem eine Spinne saß und ich musste runterhüpfen. Okay, hier hat sich irgendwas... Ja, hi. Weil ich da nicht wegkam. Hi. Also hier hat sich irgendwas durchgefressen. Das klingt nie gut. Und es gibt hier tatsächlich auch nichts ansonsten zu holen oder so. Ein Lager. Und ich kann nur durch dieses Loch durch. Das macht mir Angst. Ja, dann. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Och, du Scheiße. Ja. Ich höre hier nur... Ja, ich glaube, ich... Oh, was war das denn? Oh, shit. Das klingt gar nicht gut. Ich bleib hier auch. Nein, irgendwie nicht so. Also, ich habe eine Spinne auf dem Weg. Ah, da unten, die hat uns auch gelehrt. Ist jetzt gerade gar nicht mal so gut. Können wir nicht rüber? Da kommen wir nicht hoch. So eine junge Spinne. Übelhart am größten, ne? Oh, unter uns spinnen, über uns spinnen. Wo sind wir hier gelandet? Voll und so überhaupt auf? Stockfinster, ey. Alter, echt nicht. Okay. Das ist alles von der. Ich hab eine tot. Das war stockfinster, aber ich hab's irgendwie geschafft. Und ich komme jetzt, glaube ich, auch weiter. Ja. Okay. Ich hab den Weg schon mal freigeräumt. Hier, wo bist du? Direkt. Hi! Vor dir. Ja? Wie geil! Wo bist denn du? Michi. Komm mal hier an dem Pilz vorbei. Ja, genau, hier hoch. Ich hoffe auf dem Weg. Ja, so, ja, hier. Hier ist der Müll. Geilon. Und hier geht's sogar tatsächlich weiter. Andy aus in der Aufnahme. Oh mein Gott. Ja, Nubi. Ich weiß, ich weiß. So, Axt raus. Alter. Jetzt sind wir wieder hier. Wir waren jetzt schon fünfmal oder was? Ja. So. Sind wir denn eigentlich immer hochgegangen? Oder? Oder ist das ein anderes Ende? Wir sind eigentlich immer hochgegangen. Ja, aber jetzt sind wir definitiv wieder hier, oder nicht? Da vorne ist ein Papierschnipsel, ne? Ein Papierschnipsel? Ja, ich lauf da mal hin. Kann der was? Ja, wir brauchen alle Papierschnipsel, um selber Passwort. Scribble T19. Das war das Passwort. Ja, dann. Geilo. Geh mal an den Computer und gib mal Passwort ein. Gib das mal ein. Hier ist der Analyzer. Ich hab keine Ahnung, wie ich zu euch rüberkomme, ne? Das ist schlecht. Aber vielleicht gehen gleich alle Türen auf, das wäre ja gut. Ah, hier ist das Loch, was du eben hattest. Wo bist du da hingefallen? Invalid Passwort. Nicht weit. Da musst du nicht weit laufen dann. Oh Gott, es gibt ganz viele neue Sachen. Base Building, Meal Prep. Ach nee, das ist nur neu im Inventar, glaube ich. Und der Craft. Ist ja interessant. Es ist einfach nur dunkel. Ich sehe gar nichts. Ja, ist keine Taschenlampe dabei. Data. Ah, Passwort Scribble. A piece of torn up paper with a number on it. This one says 58. This one says T19. Okay, es scheinen noch mehr Schnipsel zu sein. Also die. Was mir gerade ein bisschen Sorgen macht, ist unsere Versorgung hier gerade. Also ja, wir sind hart verdursten, ne? Kein Wasser, kein Hunger, kein nichts zu essen. Ja. Bisschen ja, schwer. Ich brauch trockenes Gras. Kacke. Warte mal. Ich hab noch was. Ah ne, ich hab nur Feuchtes. Und ich hab nur Müsli-Riegel. Ich hab keine Ahnung, wie ich zu euch hochkomme, davon mal abgesehen. Ich hab noch dreimal trockenes Gras. Durch das Loch durch ging das ganz easy. Ah, ich hab's gefunden. So. Nee, da kommen wir erst von einer Seite durch. Ja, müssen wir von der anderen Seite irgendwie rankommen. Ja. Ja, meine Torch ist auch alle jetzt. Da ist doch der Kai. Ja, hat er geschafft. Hat Kai noch eine Torch? Trockenes Gras. Hat das noch einer zufällig? Hab ich. Ich drop mal eben. Torch plus 3 Stück zufällig? Ja, die brauche ich. Ja, ich auch. Hast du noch 3? Ah, nein.
Nee, dann nimm du erst. Ich hab eh Inventar voll, bringt nix. Okay. Zack. Dann. Scheiße, ich drück immer die falsche Taste. So, die Sache ist, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt weitergehen am besten. Ich muss euch hinterherlaufen. Weil hier waren wir jetzt überall schon. Oh, da ist Ross Heinz, habe ich doch gerade gesehen. Aber wir müssen irgendwo noch die Papierschnäpse finden. Hier muss noch mehr sein. Hier ist trockenes Gras, guck mal. Oh ja, sehr gut. Und Klee. Da sollten wir auch ein paar von mitnehmen, damit wir nochmal irgendwie ein Lager hier bauen können. Ja. Wir müssen mal irgendwie raus auf den Baum. Wollen wir hier rüber rutschen gleich? Und dann da hinten schon wieder Lager bauen? Das ging doch im Glas schon nicht gut, oder? Doch. Ich komm rüber. Hey, waren wir da? Ah, doch, das ist die, wo wir eben hängen geblieben sind. Ah, stimmt, ja. Nee, das ist eine andere, oder? Aber hier kann ich vielleicht mal hier so ein Bettchen drauf bauen. Aus dem Lager raus. Zack. So, können wir jetzt mal schlafen? Nein. Ich kann nicht. Nicht? Wieso nicht? Jetzt. Keine Ahnung, so. Ich glaube, ich war in irgendeinem von euch verbuggt. Und dann, ihr Lieben, ist nämlich Feierabend. Wir haben 5 Minuten rum. Unglaublich, oder? Das war doch eine irre coole Folge eigentlich. Und. Was? Ich fand's voll gut. Ja. Ne, hier war eine Menge Entdeckerkram. Ja, da oben müssen wir übrigens nachhin. Ja, aber wie es da weitergeht, das erfährt ihr jetzt beim nächsten Mal. Denn jetzt ist Feierabend. Und ich danke euch wie immer fürs Zugucken. Und ja, passt auf euch auf. Fleißig kommentieren, hier Daumen geben, Abo rein. Scheiß, ihr kennt den ganzen Mist. Kommentieren wollen. Genau, kommentieren. Ja. Und ansonsten sind da drüben meine beiden Bärtolz sonst, die wahrscheinlich auch Tschüss sagen wollen. Bye bye. Ja, bleibt gesund. Hey, wisst ihr, es wird immer besser von Folge zu Folge. Ja. Ich bin da richtig Fan von. Reingehauen, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Ragnar Bertholdsson. Wieso gucke ich eigentlich? Ich gucke mich immer selbst im Monitor an. Das ist ein bisschen irritiert. Ich sollte in die Kamera gucken. Das ist viel sympathischer, glaube ich. Aber egal. Reingehauen.